Moin dann und herzlich willkommen zum heutigen Vlog. Okay, ich muss noch was machen für ein Projekt, was heute in einer Woche, also wenn ihr das seht, in einer Woche, also am 27. November online kommt. Okay, der Teil wäre erledigt. Ich muss jetzt zur Schule durch den Regen. Alles fokussiert schön. Okay, ich habe vor, einen Adventskalender für meine Freundin zu machen. Und das will ich in so Tütchen reinmachen. So Frühstücksbeutel. Wir werfen sogar so Aufkleber dabei, aber ich schreibe das mit Edding, den ich noch kurz holen muss. Okay, ich bin fertig. Und falls sich irgendjemand gewundert hat, warum habe ich immer wieder auf mein Handy geguckt? Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, aber ich habe immer wieder auf mein Handy geguckt, um wunderschön, wenn man von der 1 ausgeht und dann alles hintereinander anguckt, im Binärcode Liebe zu schreiben, schwarz ist 0, rot ist 1. Jetzt weiß ich, wie Liebe im Binärcode geschrieben wird. Okay, wir machen jetzt Muffins. So, die Pappe ist fertig und unsere Magrin hat... ich halte gerade mal die Banane gleich daneben. Und die Bananenschale, die irgendwie extrem dünn war, ist... Vor allem, wenn ich die Butter dann jetzt so aufmache. Schau mal, dieser Farbunterschied einfach. Das sieht man auf der Kamera. Schau mal so. Wirklich. Ja, schneid mal richtig schön rein. Mach gerade mal so die Oberschicht weg. Ja, jetzt sieht man's. Jetzt ist mein Handy ausgegangen. Und Schokolade. Oh, das wäre so ein leckerer Schokoladen-Bananen-Match-Muffins. Fertig. Ist der Teig fertig? Ist der Teig? Okay, so. Ich muss noch einkaufen, weil ich noch Plätzchen machen will. Also ganz besondere Plätzchen. Aber wahrscheinlich habt ihr die eh schon auf dem Thumbnail gesehen, also. Okay, das war das Rezept. Jetzt muss ich backen. Ich muss doch nicht einkaufen gehen. Hatten wir das da? Ich habe irgendwie gerade die Lampe da durchgebrannt. Ja, da leuchten noch eine. Das heißt, ich muss jetzt die andere reparieren. Funktioniert wieder alles. Und jetzt muss ich die Plätzchen ausstechen, ausschneiden.
die sind fertig und jetzt muss ich das Projekt anfangen mit dem Projekt anfangen, was ich heute Morgen zu Ende gemacht habe, den Skriptal. Gut, ich wollte eigentlich noch mit diesem Projekt, was ich noch nicht sage, was es ist, anfangen, aber irgendwie, keine Ahnung, war ich kurz am Rechner, wollte dann noch kurz was gucken und hat dann gesehen, oh, heute fängt Lüto die Welt an, deswegen habe ich jetzt die letzte Dreiviertelstunde Loot für die Welt geguckt. Jetzt gehe ich noch zum Freund zum Geburtstag. Deswegen. Mama, hast du Hunger? Mach A.